Ja, willkommen zurück, meine Freunde. Tomb Raider Underworld. Let's play FK. Freunde, es geht weiter. Und da ist ein toter Fisch. Und wir schwimmen jetzt auch hier hin. Kann man auch in dem Kopf da rein oder so? Man muss das ja alles so ein bisschen ausexperimentieren, sag ich jetzt mal. Also du bist beschädigt. Du hast mal einen auf die Glatze gekriegt. Was ist mit dir, mein Freund? Was hast du? Bist du auch so? Okay, hier ist auch so ein Hebel. Lasst mich raten. Den muss ich gar nicht machen, oder was? Wieso nicht? Ich möchte den aber machen. Ach, der ist gezogen. Okay. Der ist schon gezogen. Der hatte so diesen Ist-gezogen-Zustand. So, hier ist das ganze Kettengewirrwarr. Und da drüben geht's weiter. Was ist mit dir? Du bist noch zu. Dann gehe ich zu dir. Also ich vermute ja noch, dass da gleich auch noch so ein Ziehhebel fehlt, Leute. Sowas traue ich dem Spiel zu. Wenn das jetzt gleich so ist, ne? Da liegt was. So. Der funktioniert. Einwandfrei. So, wenn jetzt so ein Ding fehlt, dann wäre das so richtig typisch. Dann wäre das so richtig typisch. Hallo. Nö. Super. Das macht richtig Spaß. Das muss man jetzt hier aber mal sagen dürfen, oder? Das ist richtig nett. So, da liegt noch ein Hammer. Ist das schlimm? Auf den Ketten liegt ein Hammer. Egal. Ah, oh, das ist ein Hammer. Sterben. So. Danke. So, ich habe einen Heiltod gemacht. Das ist schon mal gut. Denn die nerven mich hier so ein bisschen. Und da oben ist das, wo wir wirklich hin müssen. Da schwimme ich jetzt hin. Wieder so ein Rad zum Ziehen. Das kennen wir aber jetzt schon. Ja, Freunde! Ich finde, jeder Cent für dieses Spiel hat sich gelohnt. Alleine schon wegen diesem epischen Teil hier. So, liegt hier noch was rum? Kann ja zumindest mal geguckt haben. Nö. Also es hat sich wirklich gelohnt, Freunde. Es ist wirklich ein Hammerspiel, Freunde. Wirklich. Ich liebe es. Ich liebe es. So, schwimmen wir mal hier rein und gucken mal, was auf uns zukommt. Böses. Ah, hier ist alles so ein bisschen zerschrottet. Hier war wohl länger keiner. So, wollen wir mal kurz zuschauen. Da kommen wir nicht durch und... Ah, da liegt was. Das nehmen wir mit. Danke. Ja, also am besten immer, wenn man was findet, einsammeln natürlich. Ist wichtig. Alles, was ihr finden könnt, immer schön einsacken. Und hier wird's heller. Finde ich schön. Machen wir mal ein Kippchen nebenbei. So. Ja, ich muss auch mal eine rauchen. Das ist auch wichtig. Kann man da unten reinschwimmen? Warte mal. Nee. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was hier wirklich auf uns zukommt. Das kann ich uns jetzt nicht wirklich versprechen oder behaupten oder sagen. Ich weiß nur, bei Tomb Raider Underworld auf der PlayStation-Version würde jetzt hier gleich das Wasser zu Ende sein, meine Treppe hochschwimmen und dann kann ich mich sogar gar nicht mehr so genau dran erinnern, was gekommen ist, Freunde. So, jetzt ist die Frage, schwimme ich hier so im Kreis oder was? Hier ist alles kaputt.
Dann schwimmen wir mal hier rein. Und waren wir hier heute schon? Aber ich bin da immer so ein Typ, ich bin da schnell verwirrt. So. Ich bin der Meinung, ich bin schon oft durch solche Löcher geschwommen. Und, okay. Das Wasser wird flach. Das Wasser ist flach, Freunde. Wir haben wieder Sauerstoff. So, wie schaltet man dich aus? Gut. Was haben wir für eine Waffe? Nee, die wollen wir nicht. Wir wollen... Genau. Natürlich. Wir wollen natürlich Thors Hammer. Ja, schön, dass wir hier sind. Wo auch immer. Tun wir mal so, als wüssten wir das. Kutscher. Kann man die auch alle kaputt machen mit dem Hammer? Nö. Der Hammer ist zwar stark, aber er kriegt nicht die Vasen kaputt. Sehr schade. Denn jede einzelne Vase zu zertreten ist ja doch strong. Egal, weiter geht's. Wir haben auf jeden Fall reingefunden. In den Tempel der Freude. Und ich denke mal, wir werden hier auch sehr erfolgreich rausgehen. Das ist gar keine Frage. An das hier kann ich mich noch erinnern, zumindest auf der PlayStation-Version. War das, egal, ich will nicht vorweggreifen, war das hier auf jeden Fall cool. Wir werden es ja sehen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch bis zum Finale haben. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie lange es bei dieser Version ist. Ihre Hände haben sie noch. Habt ihr das gesehen? Warum? Hier ist was. Warum tun sie das? Man darf diesem Spiel wirklich nicht vertrauen. So, egal. Da war nichts. Gehen wir weiter, schauen wir uns weiter um und es wird immer hübscher, ne? Da ist wieder ein El-Gigante, seht ihr den? Hier sind aber viele. Hi. Hier sind aber viele El-Gigante, findet ihr nicht? Ey! Was bist du? Gehst du hier einfach drauf, du freches Teil? So geht das aber auch nicht. So, wo ist der nächste? Hi. Okay. Hi. Der entsteht, glaube ich, immer wieder neu, ne? Mit euch muss man rechnen, ne? So. Ah, wir können also auch, während wir hier drauf sind, mit dem Hammer arbeiten. Super. Geh weiter. Butcher. Nein, wieso wechselst du das, du blöde Kuh? Wieso wechselst du die Waffen, du blöde Kuh? Hallo, wie wechselt man wieder zurück? Scheiße, verdammt. Wieso wechselt sie im Spiel die Waffen? Das ist doch doof. Okay, wir sehen uns an dieser Stelle wieder, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.